Hey Leute, hier ist Hunted. Ja, ich habe leider vergessen, den OBS wieder anzuschmeißen, als ich die letzten Games verrollt habe. Aber ich will mit euch noch eine kurze Auswertung machen, was sich so an Talenten noch ergeben hat. Und zwar gab es zweimal einen 5er Lebensentzug. Also sehr krass, hat mich dazu entschieden, eins auf dem Ork zu packen und das andere hier auf dem Druiden des Berserkers zu ersetzen. Einfach aus dem Grund, dass jetzt der Kürbis hier mit einem Berserker 8 von 8 rumläuft. Und ich denke, sobald wie der Proc davon raus ist, sollte das reichen, um dann kurz oder lang auf diese 200 Millisekunden mit allen Helden zu kommen. Und deswegen hat hier der Druide gerade auch für die Wellen lieber einen Lebensentzug bekommen, was man dann später auch noch upgraden kann. Vorher war der Vierer-Bersi drauf, was nicht sinnvoll gewesen wäre. So, ja, der Kürbis, danke für eure Tipps. Ist jetzt 8 von 8 Bersi. Ich bin gespannt für die Arena, wie es sich da bemerkbar macht und bei HBM. Vielleicht schauen wir uns mal nachher HBMT an. So, ja. Mino unverändert. Eros, ja, Aquicken habe ich nicht rausgezogen, kein einziges. Ja, Imhotep hat seinen 4er Bersi behalten. Dann haben wir hier einen Aquicken weiterhin. Ja, den Kriegsgott auf dem Platz hatten wir ja schon vorher. Dann, wie gesagt, noch einen Lebensentzug auf dem Ork raufgepackt, was man später auch aufwerten kann, gerade weil er so viel Leben hat. Eine schöne Sache, wie ich finde. Ja, Pixie ist noch so eine Sache. Ich hätte oder habe lieber dann im Kampf, glaube ich, eine frühere Heilung. Alternativ vielleicht hier ein tödlicher Treffer drauf. Aber ist keiner gekommen. Also keine Alternative. Ja, der Destroyer, ich bin gespannt. Wir springen natürlich nachher in Lost Battlefield. Und da war ich noch gar nicht unterwegs. Schau mal, wie sich hier der Destroyer machen wird in Kombination mit dem Schnitter als Supporter. Ja, hier haben wir die Verurteilung drauf. Ja, hier der Streuungsschnitter, der einen Aries kontern sollte. Gucken, haben wir dem schon. Ne, der braucht unbedingt Wiederbeleben, weil er wird garantiert umkippen in der ersten Reihe. So viel zu dem. Ja, der hat seinen behalten. Ja, hier weg vom Kriegsgott hin zum Bollwerk, einfach weil wir dann mit 8 von 8 60% mehr Angriff und 60% mehr Leben haben, was ich auch in Santa für sehr, sehr lohnenswert erachte. Also krasse Ausbeute von den Talenten. Mal gespannt, ob es nur mir so ging oder vielen. Würde dafür sprechen, dass wir eine krasse Talententwertung hatten. Ja, aber einige haben mich ja eh schon als absoluten Glückspilz bezeichnet. Viele brauchbare Fünfer-Talente für wenig unbrauchbare Fünfer-Talente bei rausgekommen. Und jetzt schauen wir nochmal schnell zu den Helden, die heute dabei waren. Lagerhaus-Helden. Snowy hatten wir vorher schon, heißt, wir haben heute sage und schreibe sechs Helden, legendäre Helden gezogen, aber schöne Kombination mit Kürbis, Aries und Flat. Und dann hier Schnitter, Imhotep und Donnergott eben Splitterhelden, aber die drei Helden schon eine tolle Sache dabei, dreimal Gem Only. Und ja, so viel zur Auswertung. Ich bin gespannt auf den 8er Bersi-Kürbis. Und wir sehen uns gleich zum Lost Battlefield. Soweit von mir, eurem Hunted. Tschö!